Leute, na, willkommen zu einer weiteren Reaktion. Wir reagieren heute auf den zweiten Teil von den Maxi versucht eine Freundin auf Oma TV Video vom Ju. Zusammen mit Rezo und Mia. Und Ju halt, ja, uns drei. Und Leute, es ist gerade Real Talk 4.30 Uhr ungefähr, okay? Ja, ich bin müde. Egal, noch eine Sache ganz kurz, bevor wir anfangen. Und zwar... Ah, Mist, es ist gespiegelt. Und zwar bin ich jetzt Display-Partner. Ja, falls ihr Interesse an Displays habt, ich glaube, das sind wirklich die hochqualitativ besten Metallposter, die man sich nur aufhängen kann. Die kann man legit einfach irgendwie random aufhängen. Was? Ich zeige euch ganz kurz, was hinten da war. Man kann es einfach aufhängen, wie man möchte. Und ja, falls ihr Interesse daran habt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr dahin. Vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Rabattcode. Bis zum 20. Februar gibt es nämlich, wenn ihr ein Bild holt oder beziehungsweise zwei Bilder holt, einen Rabattcode von 25%. Und wenn ihr mehr als zwei holt, gibt es 33%. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Ihr müsst keinen Code eingeben. Einfach auf den Link klicken. Und ja, und zwar habe ich auch meine eigenen Designs. Ich weiß, absolut insane. Die beiden Designs, einfach todescute. Wow, Maxi, das ist so süß. Ja, ich weiß. Super cute. Jetzt machen wir weiter mit dem Video. Daumen nach oben da lassen. Und natürlich habe ich abonniert. Ju, Kurs geht raus. Let's go. Das letzte Mal auf Juckt mich nicht. Rezo und Ju suchten für Maxi eine Freundin auf Ome und sie hatten Glück. Ich habe eine. Wie heißt sie? Lea. Insta habe ich reingeschrieben. Folgen. Nachricht. Doch das hat Maxi dem Playboy nicht gereicht. Die Suche, hey, die kommt. Ich habe zum letzten... Oh! Noch mehr Werbung! Hi, wir sind nicht Hallo. Weitermachen, wir sind nicht fake. Hallo! Wie geht's dir? Hey! Oh, hey. Oh, ich hab schon gesehen, ich hab eine Kollegin schon geklärt. Das hast du gesehen? Hey, das spricht sich so rum. Bei Oma. Das hat sich direkt rumgesprochen. Discord, aber ey. Schweigen ist Gold, Mann. Geil, ist aber zu gut. Ihr kennt das nicht. Nein, wir sind alles... Naja, die beiden sind Boomer, ich jetzt nicht, aber nein, wir kannten es nicht. Ja, ja. Wenn du jemanden suchst, musst du mal so reinsliden. Tika, ich brenne für dich. Ey, du hast alles zum Abfeuern. Sehr Alter, nice. Yes. Guck mal, das Problem ist, uns machen ganz oft immer, wenn da mal ein Mädel kommt, immer direkt werden wir so weggeklickt. Du merkst, die erkennen uns und machen dann weg. Das heißt, die denken, wir sind fake, glaube ich. Was machen wir? Was machen wir? Ome TV Handbuch. Ah, jetzt gibt's ein Handbuch. Ja, moin. Wenn ich aktiv spreche und sage, so, keine Ahnung, oder das kommentiert, was die machen, beispielsweise, ey, guck mal, die hat blonde Haare oder irgendwie sowas. Zum Beispiel sitzt regungslos dort und dann hat man den ersten Schritt gemacht, da könnte man denken, ein Video aufgenommen oder so. Ne? Beispielsweise, ne, ich würde so machen. Oder den hier. Nein. Mach nochmal den zweiten, bitte. Na klar, warte mal, ich zeig dir mal was. Warte mal. Gib mir eine Sekunde. Einfach Naruto. Man lernt so viel, ne? Hier oder die hier. Ich mach das halt so, um hier viele Leute zu verarschen. Deswegen so ein bisschen auf TikTok. Ja, was eine Ehre, Mann, oder Jungs? Ist das? Und deswegen kann man dann mit solchen Clips immer... Verarschst du denn so Leute, die sich einen... Ja, ja, unter anderem. Geil, danke dir. Oh, Monster. Was geht ab? Weiß, ich mag Monster. Oh nein! Ich mag den Weiß am meisten! Hängt! Aber das trinken wir nicht, Leute. Das ist ungesund. Oh, ja, wie schön! Oh, spiel uns Musik. Was vor! Hold. All my friends are toxic, bitte. Kannst Maxi du sich was wünschen als Song auf der Ukulele? Okay. Darf ich ein Foto machen? Aber wenn du danach was vorspielst halt. Ja. Okay, dann mach Foto und dann spielst du was vor. Es ist so komisch so. Leute, das sucht den heftigen Superstar. Two little girls with their heads up in the cloud, dreaming like the Das war sehr, sehr schön. Ey, das war mega gut. Das war wirklich du kannst super. Mega gut spielen, du kannst mega gut singen. Awesome. Ja. Voll Talent einfach. Wirklich krasses Klangfarbe auch. Awesome. Dreimal Recall. Wir sehen uns, wir müssen weiter suchen. Wir suchen eine Freundin für ihn, deswegen suchen wir jetzt weiter. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao. Kleine Frage, Leute. Glaubt ihr, Ju und Rezo werden es jemals schaffen, mir eine Freundin zu holen? Vielleicht habe ich ja auch schon eine und du weißt es keiner von euch. Hm? Geheimnisse über Geheimnisse. Was glaubt ihr ist wohl richtig? Habe ich schon eine Freundin? Habe ich keine Freundin? Suche ich eine Freundin? Möchte ich eine Freundin? Schreibt es in die Kommentare. Was glaubt ihr von den ganzen Stimmen? Ey, was ist denn das? Ome TV macht ja mega Bock. Es hat so Spaß gemacht, ne? Wir sind nicht fake. Bitte kurz mal bleiben. Wir sind nicht fake. Okay, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja. Können wir das bitte machen? Nee, ich glaube, das können wir uns direkt sparen. Ich glaube, kannst du direkt... Ja, eigentlich schon, ja. Ja, wir müssen aber auch weiter. Wir wünschen euch doch einen wunderschönen Tag. Julian Bam.
Julian Bam. Oh mein Gott. Oha, die Wand ist voll geil. Kranke Wand, ja. Die ist echt nice. Nee, um ehrlich zu sein, das in der Mitte, ne? Die war nicht mal geplant. Ah, die ist einfach so passiert. Die ist einfach so passiert. Hä, hey, aber ich hatte... Woher ist das? Kann man das irgendwo kaufen, sowas? Das musst du selber zusammenstellen. Das muss man selber bauen. Ey, voll viele haben diese Wände. Das ist voll geil irgendwie. Ja, ja. Jetzt ganz ehrlich, wenn du... Lara, sag, wo du wohnst, ich komm vorbei. Wenn du high bist und du starrst da drauf, das ist doch geil, oder nicht? Ich konsumiere nicht. War noch nie high, ehrlich gesagt. Ich hatte gerade zwei Mädchen gehabt, die haben mit euch geredet und dann die so. Und dann habe ich so gefragt, seid ihr jetzt cool, weil ihr Julian Bam gefunden habt? Die so, ja, du Prinz. Nein, wirklich? Du hast gerade mit zwei Mädels gesprochen, die mit uns geredet haben. Was macht ihr hier? Wir wollen gerade Maxi verkuppeln mit irgendwem. Aber auf dieser Plattform findet man sehr viele volljährige Männer, aber sehr wenige volljährige Frauen. Das ist richtig. Wie alt bist du denn, Kollege? True. Vielleicht wirklich ja für eine für dich. Wie soll sie ich bin so alt, ich vergesse das immer wieder. Ah, ich bin so alt. It hurts. Aussehen. Ich mach da mal so gerade so eine Excel-Tabelle. Er ist total flexibel. Anscheinend bin ich flexibel, ja. Flexify auch. Er will einfach nur mal einen weiblichen Körper spüren. Einfach mal so richtig umarmen. Ja, ja, einfach so dieses gehabt. Kuscheln. Einfach dieses überhaupt mal einen Menschen spüren. Ja, genau. Und ihr meint das gerade ernst, oder? Ja. Das hört sich so nicht ernst an. Das hört sich so nicht ernst an von Rezo. Okay. Ja, nee, wenn du die Wand haben willst, ne? Aber im Kontext. Wir haben ja noch genau, such mal hier für den Herren eine Freundin. Ciao, ciao, Jungs. Bis dann. Hi. Hi. Was ist das denn? Oh, nein, warum machst du denn weg? Hallo. Hi. Hallo. Was geht? Was geht? Ich bin Maxi. Wir stellen dich mal kurz vor, das ist Maxi, 25 Jahre alt. Und Maxi, der würde gerne eine Family haben. Der sucht eine Frau, vorzugsweise mit Kind. Da. Ah, was für ein Zufall. Wow. Ja, dann, Hey, Leute, ganz einfach, meine eigene Familie. Ich muss nur da irgendwie, ne? Nein, sie ist safe, happy. Ich auch. Ja. Schick dir rüber. Ich bin happy, alles gut. Ja, wir schicken Maxi rüber, ja? Genau. Wo wohnt ihr, ganz grob? NRW. NRW, perfekt. Ja, schicken wir rüber. NRW. Ist nicht weit. Schicken wir ihn rüber. Weit. Ja, der ist praktisch Vater und ein Kind gleichzeitig. Mein Kind hat auch einen Vater, aber trotzdem danke. Zwei Väter noch besser. Ja, zwei Väter ist ja besser als einer. Was ist denn los? Es gibt ja mittlerweile auch so polyamore Strukturen. Ja, zwei Kinder, oder Maxi kann ein weiteres Kind in der Familie sein. Oh mein Gott, ey Leute, das ist halt, ich hab keine Ahnung. Aber meint ihr, ich hab so Chance als weiteres Kind in der Familie? Nein, okay. Kann aber auch beides gleichzeitig sein, Jungs. Das ist flexibel. Er kann viele Rollen einnehmen. Ich bin auch flexibel, deswegen. Okay, dann suchen wir mal weiter. Vielen das ist so unangenehm manchmal. Ciao, ciao. Das ist so unangenehm. Hallo. Ist es fake? Ja, das ist fake. Ist fake, ist fake. Mhm. Oh. Das ist so eine eigenartige Plattform, ne? Wir sind nicht fake, du hast schwarze Haare. Wow. Ja, hinter dir ist eine Gardine und du hast schwarze Haare und das ist weiß. Und du hast eine weiße Decke und weiße Wände. Und du hast einen Ring an deinem Ringfinger. Ja, guck, also come on, dann sind wir ja wohl nicht fake. Und du hast eine Armband. Wer seid ihr? Es war so gut, der Moment, ich erinnere mich. Grounded, einfach auf den Boden der Tatsachen gesetzt wieder. Einfach mal gehammelt. Komm mal runter. Hä, wer seid ihr? Wir sind niemand. Niemand. Wieso? Ihr seid YouTuber. Guck mal, ich kenne dich. Mit der schwarzen Cap kenne ich auf jeden Fall irgendwie. Ich heiße Logan Paul. Wie hieß du nochmal? Mich, ich bin nur der Cutter, ich sitze nur dabei. Also ich schneide die Videos. Nicht gut, aber auch nicht so teuer dafür. Du hast uns gehumbled, du hast uns mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Das ist sehr nett von dir gewesen. Das war wunderbar. Das, hin und wieder brauchen wir das. Das habt ihr drauf. Die Sache ist, wir suchen unseren Kollegen hier eigentlich eine Freundin. Wir suchen natürlich eine volljährige Person. Eine volljährige Person, ja. Warte, ich hab meine Schwester. Sie ist 20. Ah, ja, sehr gut. Ich hab hier einen. Hey, aufstehen, ist 16 Uhr. Aber sagt ihr, das ist ein ganz berühmter YouTuber. Fatima, der hat Geld. Berühmter YouTuber, ich hab kein Geld. Ich hab keinen Führerschein. Ah ja, ich hab keinen Führerschein. Wir sind nicht Wer sagt, fake? Dass ich Geld habe? Ich will noch arm sein. Wir sind nicht fake. Hallo. Wer ist da? Das ist Maxi, ich bin Rezo, das ist Ju. Und wir suchen eine Freundin für Maxi. Ich werde ausgelacht. Hey, wir haben immer noch niemanden gefunden. Es ist unfassbar. Nicht? Wir finden niemanden. Nee. Warte mal kurz, sie ist wieder da. Lea! Ach, Lea aus dem letzten Video! Wo ist denn Lea gerade? Im Kino, guck dich Spider-Man an. Warum bist du die ganze Zeit verbunden? Warum bist du die ganze Zeit connected? Ist halt echt weird. Wir sind auf, warte kurz, Discord hier. Also ich bin was geht denn da? Mit so vielen Leuten? Seid ihr die ganze Zeit parallel? Hallo. Sind die alle auf Omme TV? Gerade ja, wegen euch. Ah, ja, wir haben schon. Einen, den du gerade gezeigt hast, hatten wir auch gerade gesehen. Ja, die Wand ist auch sehr cool. Ich habe bloß falsche LEDs gekauft. Sobald ich einmal klatsche,
Lol. Wow. Und ich kann es nicht ausschalten, das ist ein bisschen scheiße. Oh, das war's damit, ja, dann, ne? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich wünsche dir was. Bis dann, ne? Ich euch auch. Ciao, ciao. Ich hab ihn endlich. Ja, endlich. Endlich. Weißt du, wie lange ich gesucht habe? Ich weiß noch, wann du angefangen hast. Das war vor 3 Jahren. Da hast du die Suche begonnen. Hey, wir suchen Maxi eine Freundin. Hast du eine Bekannte, die du ihm vorstellen könntest? Ich habe sehr viele. Okay, Player. Am besten connectet ihr euch direkt mal. Wie alt muss sie sein? Naja, halt volljährig, ne? Also 21, 23. Ja, aber hier auf Omid TV nicht. Also wir versuchen die ganze Zeit hier jemanden zu finden. Das ist echt schwer. Also auf Insta habe ich genug, da findet man immer welche. Aber du siehst auch ein bisschen aus wie ein Player so. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann haben wir jetzt deine, die Player, die Energy, die du jetzt gerade ausgestrahlt hast, die fassen wir jetzt auf und dann wünsche uns Glück. Das ist genau die Energy, die ich auch mal ausstrahle, oder Leute? Wir klicken uns nochmal ein bisschen durch. Darf ich ein Bild mit euch machen? Das bin ich. Das ist Chu. Und das ist Weasel, der mir gleich ins Ohr legt. Was ist denn das für eine verdammte Kacke hier? Ich küsse euer Herz. Dankeschön, gell. Viel Spaß euch. So, hey. Hi. Was? Oh, einfach gone. Ich hab wieder gedacht, das ist fake. Gelassen, du hast ein schwarzes Top und rote Haare. Hä? Seid mal leise, ich höre nix. So, okay, jetzt hört wir sind euch. Jetzt Hallo. Leise und wir haben nur gesagt, du hast ein schwarzes Top und rote Haare. Das ist ja erstmal ein Fact. Ich meinte nicht euch, ich meinte die aus meinem Discord. Wir sind sozusagen 3 Freunde und das hier ist Maxi. Okay, und wir suchen für Maxi eine Freundin. Aber ich opfer mich gerne, also ich melde mich gerne für Julian so, kein Problem. Das ist ja nicht Sinn der Sache, Madame. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Es geht halt, ach, was, ist alles gut. Ich kann es verstehen. Ich bin auch eher so, ich würde auch mit, also, egal. Erstmal ist es wichtig, jetzt klammern wir das, dass du es mit Julian gesagt hast, mal aus, weil es geht hier um Maxi. Es geht nur um Maxi, genau. Aber ich möchte, hallo? Ja, fühle ich, aber auch, guck mal, ich kann jetzt so. Nee, aber geht leider nicht. Wir suchen noch jemanden für Maxi. Genau. Es geht um Maxi. Du kannst alles mit ihm machen. Blumen schenken, genau, Stuben rein. Er bringt dir den Müll raus. Beim Müll rausbringen war schon dabei. Und weißt du, wie der aussieht? Dinge, ne? Warte. Oh mein Gott. Kannst du nein, ich glaube, Rezo zeigt jetzt ein Nude von mir, oder? Nein, Nude? Ah, nein. Klar. Warte, also ganz kurz, nur falls dir das nicht so bewusst ist. Ja, das reicht schon. Ganz kurz, falls dir das nicht so bewusst ist. Also das hier ist Maxi. Oh mein Gott, Maxi. Ja. So hart. Hat sich der Crush doch geswitcht. Ja. Von Ju auf Maxi. So, zack. Ich bin immer noch bei Julian. Ah. Triple F an mich, Leute. Woo! Let's go. Yeah. Woo. Das ist doch scheiße. Twerk mal ein bisschen. Ju? Nee, du. Am besten ihr alle. Nee, das machen wir nicht. Das wäre kindisch. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, du bist ein bisschen so thirstmäßig drauf. Nein. Nein, aber twerk mal bitte alle. Ja. Ja, okay, einer reicht auch. Jungs, nein, hört auf. Komm, wenn du schon die ganzen Sachen machst, dann die eine Sache geht noch. Ich wollte nur mein S haben, alle. Oh Mann, das ist so unangenehm alles, Mann. Warum tue ich mir das immer an mit den beiden? Also nicht zeigen, sondern einfach dich umdrehen. Einfach aufstehen und dich umdrehen. Das reicht, oder? Reicht das? Reicht dir das? Aber ein bisschen so hin und her wackeln auch nicht schlecht. Also kann man auch hochziehen. Ey, das ist ja auch, Mann, ey. Oh. Ey, ich hoffe wenigstens, ihr fühlt euch unterhalten irgendwie, okay? So. Hier ein bisschen enger machen. Ach Mann. Okay. Ist safe wieder so ein TikTok-Ding, oder? Safe, ich öffne TikTok und ich seh meinen eigenen Erster wackeln, oder? Ach, helf mir auf. Ey, wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Es war sehr, sehr funny. Ich euch auch. Ja, euch auch. Ciao. Teppich, du hast schwarze Haare, du hast ein blaues Top an. Wie geht's dir? Hi. Alter, ich hab meinen Nacken ohne Witz. Ah, sie hat keinen Ton wahrscheinlich. Sie hat keinen Ton. Amenoko, ja. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß noch auf dieser Plattform. Hatte mal ein Crush auf dich. Nein, ein Curse auf dich. Ein Curse. Ja, weil ihr seid echt hässlich. Hat die geschrieben? Ja. Nein. Hat sie wirklich geschrieben. Ah, guck mal links, Leute. Ist das nicht cute? Ist das nicht awesome, Leute! Leute, schaut bei Ju vorbei bei dem Originalvideo. Lasst gerne bei ihm auch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Macht auch gerne bei mir, wenn ihr wollt. Müsst ihr natürlich, ist kein Muss oder sonst irgendwas. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja. Ey, diese Videos, ey. Also, ich freue mich schon auf das nächste Treffen mit den beiden Süßis. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hab euch lieb. Ciao!